Zweikampf in 3D. Das Blasrohr gegen Bogen. Parcours. Im Lornerland will man es wissen. Wer kann sich über Stock und Stein besser behaupten? Lunge und Rohr oder Pfeil und Bogen? Ja, die Bogenschützen kommen ja eigentlich vom 3D. Das Blasrohr ist ja eigentlich jetzt erst neu dazugekommen. Die Blasrohrschützen haben auf Distanzen von 15 bis 20 Meter Vorteile. Ja. Auf weitere Distanzen, so 30 Meter und weiter, kommen die Bogenschützen eigentlich mehr ins Vorteil. Je nachdem, ob dann Blankbogen geschossen wird, ja, oder ob man mit Visierung schießt. Ich vermute ja, dass auf die weiten Entfernungen die Bogenschützen einen klaren Vorteil haben. Aber auf die nahen Entfernungen, was man so jetzt während des Tages bis jetzt gesehen hat, sind die Blasrohrschützen eindeutig im Vorteil. Trotz sportlichen Wettkampf stand der Spaß im Vordergrund. Die ungezwungene Atmosphäre, die schöne Landschaft und der liebevoll gestaltete 3D-Parcours in Laien bei Taufkirchen an der Vils waren ideale Bedingungen für die ganze Familie, vom Hund bis zum Nachwuchsschützen. Also da läuft man halt durch den Wald, das ist schon mal schöner, da sieht man dann auch Tiere oder so. Es ist abenteuerlicher und man schießt auf 3D-Tiere und weiß die Entfernungen nicht. Viel Liebe und Anstrengung wurde in die Austragung dieses Wellness-Wettbewerbs gelegt. Für das Blasrohr ist 3D-Parcours eine Premiere. Wie kam es eigentlich zu dieser innovativen Idee? Die Idee war dazu, wir haben das Regelwerk gelesen, weil ich bin Kampfrichter. Und dann sind wir draufgekommen, hey, Blasrohr, schießt schnell 3D oder Blasen auf 3D-Viecher. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir 3D-Bunkschützen aufbauen. Und somit ist die Idee entstanden, dass wir mit den Blasrohrschützen oder auch gegen die Blasrohrschützen dann einfach mal schießen. Ja, und so sind wir heute an einem schönen Tag, ein bisschen bewölkt, am Lahner Land. Und schauen, dass das was wird, dass wir das vielleicht einmal mit den Meisterschaften integrieren. Dass wir dann eine bayerische Meisterschaft vielleicht einmal kriegen können mit Blasrohr und Bogen gemeinsam. Dann haben wir auch weniger Arbeit mit dem Parcours aufbauen. Am Ende war das eindeutig. Das Blasrohr hat sich sportlich dann doch deutlich durchgesetzt. Bei den Blasrohren 5541. Der Blasrohrboom in Bayern hält an. Die Blasrohrbestellungen im BSSB-Shop explodieren und beweisen die steigende Popularität und Relevanz dieser neuen Disziplin im Schützensport. Und so war es am Rande des Turniers auch eine gute Gelegenheit, das jeweils andere Sportgerät einfach mal auszuprobieren. Strahlend auch das Wetter. Es passte zu diesem schönen Blasrohr-Bogenwettstreit, der bei allen Teilnehmern gut ankam. Super, kann ich nur unterstützen die ganze Sache. Das ist ein schönes Treffen, also ich finde das toll. Eine Fortsetzung folgt sicherlich im Lorner Land. Aber vielleicht ist das ja auch eine Anregung für einen geselligen Wettbewerb bei anderen Vereinen. Sowohl Blasrohr wie auch Bogenschützen würden sich sicherlich sehr freuen. Aber so wie es ausschaut, ist heute ein richtiger gelungener Tag. Ja, das Wetter hat passt, war super. Ja. Und die meisten hat Spaß, also die eigentlich bis jetzt, was wir gefragt haben, hat jeden Spaß gemacht. Genau, bis jetzt noch keine negativen. Nein, also kann man weiterhin mal so richtige Veranstaltungen machen. Muss man vielleicht bloß einmal schauen, vielleicht, dass wir irgendwo anders Vereine auftreiben. Die was also auch schön, wenn sie Vereine bereit erklären, die was aber, was also, sowas zum Wiederholen. Ja, was ein Turnier ausrichten darf, weil da findet man wahnsinnig wenig Vereine, die was sowas machen, was auch die Viecher haben dafür. Und andersrum, egal wer es ist, ob es Blasrohr oder 3D, da haben wir ein schönes Turnier gehabt. Eine schöne Veranstaltung, gehen wir da vor. Super schöne Viecher.